Guten Tag. Guten Tag, Herr Frost. Ja, guten Tag, Herr Coppella. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf. Es ist mir wirklich schrecklich unangenehm. Ich habe jetzt wirklich eine Stunde vor Ihrem Zimmer gestanden und mich gewundert, was ist denn hier los und warum ist er nicht da? Ja, sind Sie etwa in den Nordflügel gegangen? Ja, wahrscheinlich, aber ja. Mir ist ja eingefallen, wir haben uns ja heute in Ihrer Instrumentenwerkstatt getroffen. Ja, im Ostflügel, ja. Im Ostflügel, ganz genau. Und Sie hatten es mir natürlich auch ganz genau so mit der Rohrpost geschickt. Und ich habe es natürlich vergessen, weil ja. Als wir das letzte Mal uns unterhalten haben, haben wir dem anderen im Nordflügel nämlich gesprochen und das war so schön mit den Keksen und dem Tee, ja, das den stimmt. Sie serviert haben, ja, und das dachte ich, da war ich schon innerlich so ganz vorbereitet. Ja, und jetzt ich habe auch nichts anderes erwartet, ich habe mich auch vorbereitet und habe dafür, ich plaudere ja viel lieber mit Ihnen, habe da durch den Kommt absagen können und das ist, also mir kommt es recht gelegen. Ja, ist sehr gut, dass ein bisschen später da. Und hier haben wir es auch wirklich richtig kuschelig. Ja, finde ich auch. Ich habe auch gar keinen Platz, meine Teetasse abzustellen. Ja, wie finden Sie denn eigentlich meinen Kamin? Ja, der ist auch sehr kuschelig. Also mein Fuß, der ist schon sehr warm. Mhm. Ist schon fast ein bisschen zu warm. Aber ich sitze immerhin auch schon 1,5 Minuten hier und vielleicht halte ich es ja dann aus, so die nächsten. Ja, es ist ja auch einer dieser neumodischen, einfach nur aufgemalten Kamine. So richtig wärmt der ja auch nicht. Aber es ist schön, wenn Sie sagen, dass ein bisschen Ihre Füße warm geworden sind. Weil es ist nur ein Bild. Ja, genau. Wenn Ihre Füße aber warm geworden sind, ja, dann hilft richtig, dieses Bild ja auch. Aber richtig. Mhm. Sehr, fantastisch. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz was erzählen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und mich frisch gemacht habe, dachte ich, ich muss mich auch hübsch machen, weil ich war jetzt lange in meinem Zimmer und habe mir die Haare geschnitten. Ja. Ich mache ja immer jeden Morgen 3 mm. Ne? Das machen Sie selbst? Ja, ich mache das immer selbst. Und weil ich finde, 5 mm, da komme ich mir schon sehr verlottert vor. Ne? Ja, ich schenke Ihnen einfach mal einen Bimsstein, da können Sie das auch jeden Tag machen. Ja, das ist nämlich genau das Thema. Mir ist nämlich aufgefallen, auch kurze Haare müssen gewaschen werden. Nicht? Wirklich? Ja, das ist ganz sicher. Weil auch ganz kurze Haare können ein bisschen fettig werden und sich auf der Kopfhaut so anlegen. Und es sieht dann sehr, sehr unordentlich aus. Ich habe da ein genaues Auge für. Und sie sind ja auch sehr gepflegt. Also die sind ja auch so ein bisschen Vorbild für mich. Aber ich habe jetzt bin auf etwas gekommen seit ein paar Wochen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Kopfhaut dann immer so trocken wird. Und dann gibt es so kleine Pustelchen, weiß ich was. Und es war sehr unangenehm. Und dann habe ich andere Männer beobachtet, die auch so kurze Haare haben. Habe ich gesehen, die haben ja auch mal da ein Pickelchen da. Und irgendwie fand ich das ziemlich doof. Da müssen wir doch was machen. Und habe einfach so ganz normal Hautcreme raufgeschmiert. Hautcreme. Aber das fand ich dann sehr unangenehm. Und da ist mir eingefallen, weil ich ein Gespräch hatte mit einem Mann, der einen sehr großen Bart trug. Und der erzählte mir, Herr Voss, riechen Sie denn dieses schöne Zitronengrasöl, was ich jetzt für meinen Bart benutzt habe. Ja, ja. Da habe ich gesagt, nee, rieche ich nicht. Ja, fassen Sie mal an. Habe ich an der Hand angefasst und hat sich sehr schön angefasst. Die Haare war wahnsinnig gepflegt und so. Also nicht so ein Rockerbart, wo dann 3 Jahre Essen drin rumleben, nicht? Sondern, und dachte ich mir so, also wenn das gut für die Barthaare ist, vielleicht ist das ja auch gut für die Kopfhaare. Ja, ich habe aber jetzt einen ganz anderen Gedanken. Also ich würde mir irgendwie, also mir würde es irgendwie komisch vorkommen, wenn mir ein fremder Mann anbietet, dass ich ihm am Bart anfasse und der Bart sich dann auch noch angenehm anfasst. Haben Sie sich da nicht ein bisschen gewundert? Gar nicht. Ich gehe da voll mit der Zeit. Ja, verstehe. Nicht, weil jetzt heutzutage kann man sein Geschlecht ja auch wechseln, wenn man das einfach sich anders empfindet. Also und da war ich einfach mal mehr Sissi als Herr Voss. Und ich habe gerne diesen Bart angefasst. Verstehe. Okay. Ah, verstehe. Ja, ja. Das war eine große Freude. Aber was ich Ihnen eigentlich berichten wollte, ist, und dann habe ich mir gedacht, als ich mal wieder was die geschickt habe, um Toilettenartikel zu besorgen, bringen Sie mir doch mal bitte ein paar Bartöle mit oder was man sonst so in den Bart machen kann. Da gibt es ja auch Cremes und da gibt es auch so Wachse, so Bartwachs. Und habe ich ein ganz tolles Bartwachs jetzt und das benutze ich für meine Haare. Ah, tatsächlich? Ja. Ach, und ich rasiere mich morgens praktisch, ich rasiere mir morgens den Kopf und danach mache ich Bartwachs drauf. Erstens riecht es toll. Es klebt alle Mützen voll, die man benutzt. Das ist sehr praktisch. Hat Basti ein bisschen mehr Wäsche. Aber meine Kopfhaut ist auch ganz geschmeidig. Ja. Und es ist wirklich... wollte ich mal so als Incentive. Ja, also an meinem Bart haben Sie ja früher nicht angefasst, aber ich habe es Ihnen ja auch nicht angeboten. Genau. Ja, ich hätte das auch seltsam gefunden, Ihnen das anzubieten. Aber ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn Sie ungefragt einfach angefasst hätten. Haben Sie mal über eine Perücke nachgedacht? Ja,
Ja. Natürlich, mein ganz großes Vorbild ist ja die junge Frau Hagen, Nina Hagen, ja, die ja. das ja auch so macht, dass die immer diese verrückten Perücken trägt. Ja. Und das, ich habe das sicherlich schon erzählt, ist aber auch egal, erzähl es halt nochmal. Ja, und das wäre überhaupt ein Traum, dass ich mal wirklich wieder mit langen Haaren auf die Bühne gehe. So wie ganz früher, wissen Sie noch? Ja. Wo wir nicht weiterspielen konnten, weil die Haare sich alle in den Kontrabassseiten verknotet hatten. Ja, ja, Basti musste mit der großen Schere kommen und dann hingen diese Haare in den Seiten rum. Ja, waren das damals noch Darmseiten? Ja, ne? Ich glaube, das waren echte. Ja, es war Darmseiten, aber es gab schon so mit Silberumsponde. Mit Silberumsponde, ja. Darmseiten. Aber Darmkern. Ja, davon gehe ich natürlich aus. Ja, es muss in den frühen Jahren gewesen sein. Ich habe da noch nicht so richtig verstärkt. Also wir haben das noch nicht so richtig galvanisiert. Wir haben das ja auch besprochen, dass wir das nicht mehr machen, wenn das Konzert abgebrochen wird, weil die Haare sich darin verfangen und jedes Mal abgeschnitten werden muss, das ist schon unangenehm. Ja. Der Kontrabassist hat ja immer das Problem, er wird schlecht gehört, also muss er wenigstens gesehen werden. Ja. Damals konnte ich das mit den Haaren machen. Dann gab es viele Jahre, wo ich weder Haare hatte, noch dass man mich hören konnte. Mhm. Jetzt kann man mich schon ein bisschen hören und ich habe kaum mehr Haare. Aber sie riechen ganz gut, die wenigen 3 Millimeter. Ja, verstehe, aber das kann das Publikum natürlich nicht auf diese große Entfernung. Wir spielen ja nur auf großen Bühnen, da kann man das ja nicht hören. Gut, okay, nicht genug riechen. Haare. Gut. Ich habe noch eine ganz große kleine andere Kleinigkeit. Ich war sehr irritiert, ich bin durch die Stadt gelaufen. Ja. Von unser. Und da habe ich Plakate gesehen, da stand drauf, Brenz bei dir. Und da dachte ich mir, das ist ja eine sehr altmodische Art zu fragen, ob man vielleicht zu Hause auch alles abgestellt hat, ob das vielleicht brennen könnte. Habe ich gar nicht verstanden. Also, weil auf dem Wohnungsbrand mit dem Plakat aufmerksam zu machen, ist... Also ich finde das aber sehr nett, dass man das tut, weil ich meine, man wird ja mit der Zeit auch vergesslicher. Das ist ja ein allgemeines Problem heutzutage. Man ist sehr schnell abgelenkt, gerade in großen Städten und da finde ich das sehr gut, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird. Habe ich gleich mal nachgedacht, aber deswegen finde ich es auch so gut, dass Sie einen Kamin haben, der nur ein Bild ist, ein Gemälde. Ja. Genau, da kann eigentlich nichts anbrennen. Ja, war das, ich glaube, den habe ich erst seit kurzem. Vielleicht war das ja sogar ganz unterschwellig dadurch initiiert, weil ich mir gedacht habe, ein echter Kamin, das kann zu gefährlich werden. Also nicht, dass mal wieder ein Theater brennt. Ja, also eine tolle Kampagne, hilft uns sicherer zu leben. Brennt es bei dir, bei uns brennt es nicht. Ja. Aber uns brennt jetzt die Zeit auf den Nägeln. Ja, natürlich, lassen Sie uns mal. Was wollten wir denn eigentlich heute besprechen? Ja, ich habe doch vor einigen Wochen, oder sind es schon Jahre? Nein, es sind nur Tage oder Wochen. Mhm. Bin ich ja jetzt auch ein Benutzer von dieser galvanischen App Spotify. Ah, ja. Da kann man ja unglaublich viel Musik finden. Mhm. Und da habe ich mir doch einen großen Spaß gemacht daraus, mal alles so zusammenzusuchen, was mir mal gefallen hat, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Aha. Ja? Ja, das war doch sicherlich, da haben Sie sich doch sicherlich in Unkosten gestürzt, oder? Ja, sehr. Ja, weil eine Schallplatte allein kostet ja schon, sagen wir mal, wenn man sie billig auf dem Flohmarkt ersteht, ja ungefähr, ich sag mal, 2 Mark. Ja, aber bei Spotify kriegt man das halt so. Da kriegt man das so. Ja, man kann einfach kruschen. Man kann es natürlich leider nicht anfassen. Man kann die ganzen schönen alten Vinyl-Schallplatten, wenn man die dann immer so schön in der Hand hatte, da hat man ja dann das Pappcover, wo die Platte drin war, in der Hand gehabt und man konnte sie angucken und dann. Aber wieso alt? Das ist doch der neueste Schrei. Ja, aber für mich ist es schon alt, weil ich habe es gar nicht mehr. Ich muss so viel üben. Ich musste so viel üben, jetzt für alles das, was Sie so schreiben, ist ja so schwierig, dass ich gar keine Musik mehr hören kann. Und jetzt höre ich wieder Musik. Ja, also ich höre Musik deshalb nicht, weil meine Schallplatten, die übrigens direkt neben Ihnen stehen. Ach, das? Ja, da sind sie. Hinter dem Kamin. Ja, dahinter sind sie versteckt, ich fasse die einfach nicht mehr an, weil sie mir einfach zu schade sind. Sie sind ja auch einfach zu wertvoll. Und deshalb frage ich mich gerade, was das wohl ist mit dem Spotify. Ich bin gespannt, also... das können Sie mir doch einfach mal vorführen. Ich habe zusammengestellt man kommt ja vom Hölzchen auf Stöckchen. Man findet was und denkt, ach, da gab es ja mal was. Und jetzt wollen wir darüber reden. Mhm. Und wir werden das so machen, wir können das jetzt hier auf diesem YouTube-Kanal, können wir diese Musik nicht spielen. Ja, wir dürfen es aus rechtlichen Gründen, dürfen wir diese Musik jetzt nicht spielen. Deswegen verweisen wir auf diese Spotify-Liste, die heißt Coppelius Number One, also Coppelius Hashtag 1. Gut. Ja, und da kann dann jeder, wir werden das Link in die Beschreibung setzen und da kann das jeder anklicken, der Lust hat. Und wir sagen immer, über welchen
welchen Song wir sprechen. Ja. Oder über welches Lied wir sprechen. Jawohl. Ich bin angeschrieben worden. Ich benutze oft so moderne Wörter und das es gibt Leute, die es unangenehm finden. Also ich soll lieber Lied sagen. Ja. Oder vielleicht Werk. Ja. Gerade noch Stück. Ja. Ja. Und Song wird immer gesagt, das wäre so aufgesetzt. Ich würde mich so anbiedern bei der Jugend. Ja, wenn wir jetzt darüber auch sprechen, können wir ja statt dieser Worte ja auch einfach den Leuten sagen, sie sollen sich einfach diese Schallplatte besorgen. Das ist bestimmt nicht aufwendig. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Und gut, womit beginnen wir denn? Ja, wir beginnen mit dem ersten Titel und den können Sie sich ja gleich mal anhören. Und der heißt, ja, wie heißt er denn? Das kann ich gleich sagen, ich weiß nicht ganz, irgendwas mit Göttern, die Liebe machen. Ach ja, And the Gods Made Love. Ah, ja. Das kenne ich ja gar nicht. Na gut, ich bin gespannt. Dann hören wir uns das mal in Ruhe an. Wir sind gleich wieder da. Ja. Ja, das war ja... Herr Voss, was haben Sie mir angeboten? Also, was haben Sie sich dabei gedacht? Ja, ich wollte erstmal... Ich habe mir natürlich eine ganze Zusammenstellung gemacht. Die dauert ungefähr so 2 Stunden. Und da wollte ich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich verstehe, ja. Nicht gleich mit so einem großen Hit. Sie haben sozusagen in Maßstäben gedacht, die eigentlich einer Wagner-Oper ähneln. Ja, sozusagen. Genau. Also es ist jetzt sozusagen das Prälude gewesen. Ja, ich habe gleich nach dem ganz großen Apfel am Baum gegriffen und Gesamtkunstwerk. Ne? Ach ja. Ne? Und dann wollte ich erstmal eine Einleitung haben, epischen Ausmaßes. Und da dachte ich, das kann nur einer, und zwar Jimi Hendrix. Ah, das war nicht der Comte Caspar? Nein, das war nicht die Winkelschleifer des Herrn Comte Caspar. Nein, war auch nicht die Hurdy-Gurdy und die Horrorzille. Ja. Nein, das war Jimi Hendrix. Ah, unglaublich, das hat der gute Mann, ich glaube, noch Ende der 60er Jahre gemacht, auf seiner berühmten Platte Electric Ladyland. Und hat er, was hat er denn da gespielt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Es müssen doch so... Also der Mann hat damals ja sehr viel im Studio gesessen und hatten noch nicht so viel Effektgeräte, aber die haben viele Sachen ausprobiert. Bänder vorwärts laufen lassen, Bänder rückwärts laufen lassen, Klänge verlangsamt, so Leichteffekte gab es schon, ich glaube so versetzt, also so eine Art Chorus-Phaser-Effekte gab es schon, so Panning, also dass man einen Klang von links nach rechts, auch wenn man Kopfhörer auch hört, von links nach rechts wandern lässt und zurück. Und das war so ein Experiment hier. Der hat hier einfach Geräusche genommen, die er vielleicht auch mit seiner Gitarre oder irgendwie anders hergestellt hat oder mit seiner Stimme und hat die dann verfremdet. Verstehe. Und so kommt es zu diesem, ja, zu dieser Ouvertüre meiner Spotify-Liste. Ja, hat er denn seine Schallplatte damit eröffnet mit genau diesem Stück? Ja, da bringen Sie mich jetzt wirklich in Verlegenheit. Das weiß ich nicht ganz genau, weil ich kannte das. Ich hatte das vor vielen Jahren mal gehört und ist immer in mir hängen geblieben, dachte ich, wie toll, dass man sowas macht. Aber die haben ja damals alle sehr viel experimentiert. Merkwürdigerweise, nicht? Also, die hatten viel weniger Effektmöglichkeiten als wir heute. Ja. Als heute, die modernen Musiker. Und haben aber trotzdem so tolle Sachen hinbekommen. Ja, sie haben mehr experimentiert. Das ist natürlich etwas, darüber müsste man mal nachdenken. Warum macht man das heutzutage nicht mehr? Ich glaube, weil einen viele Möglichkeiten einfach auch erschlagen. Ja. Nicht? Also wenige Möglichkeiten, das wäre mal eine interessante philosophische Diskussion, ob nicht wenig Möglichkeiten die Kreativität mehr inspirieren als viele Möglichkeiten. Ja, ich bin davon überzeugt. Also ich verspüre auch bei all den Möglichkeiten, die ich habe, gar keine Lust nach Experimenten. Tatsächlich. Ja. 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 Was haben Sie denn als nächstes im Angebot? Als nächstes haben wir gesagt. Ja, also nächsten Titel hören, die Nummer 2. Wir hören und dann reden wir. Ja, fantastisch. Also dieser Jimi Hendrix, der kann ja auch fantastisch singen. Wirklich toll. Aber was ich seltsam finde, ist, das Cello klingt so agil. Also ich hätte mir für Coppelius auch so etwas gewünscht. Und vor allem die Klarinette ist einfach auch wirklich gut eingebettet in diese Musik. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja, ich weiß ja nun leider, was ich da ausgesucht habe. Also ich freue mich ja erstmal, dass es Ihnen so gut gefällt. Ja, das gefällt dass mir es sehr. So inspiriert. Ja, das fand ich auch. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich es mit den Klarinetten hingekriegt habe. Aber ich glaube, die haben gar keine Klarinetten. Was? Weil das ja... Wieso weil diese nicht? Musikkapelle heißt ja AC Blitz DC.
Ah. Legendär. Verstehe, ja. Und die Ouvertüre vorhin von Jimi Hendrix gehört einfach dazu. Ja, ich dachte, das ist einfach eine tolle Einleitung für diesen, nicht ganz so. Sie haben sozusagen Gott gespielt, indem sie diese beiden Sachen zusammengeführt haben. And so God's Made Love. Und dann kam raus, AC Blitz DC, What's Next to the Moon? Ja, also für so eine Stimme, also ich würde gerne mit diesem jungen Mann tauschen und hätte genau diese Stimme. Ja. Also alles, was ihnen sozusagen, sagen wir mal, Unangenehmes widerfahren ist, das würde ich in Kauf nehmen, wenn ich jetzt so schön singen könnte wie er. Ja. Ja, könnten wir einfach tauschen. Ja, also ich muss auch sagen, das ist natürlich, für mich ist es natürlich, das ist eine der ganz wenigen Musiken, die wirklich in mir so ein Feuerholz, also so ein Streichholz anzünden, das mich durch den ganzen Tag tragen kann. Ich fühle mich wie, als wenn ich 15 war, aber mit 15, als ich 15 war, gab es das ja noch gar nicht. Ja, das stimmt. Aber als ich es gehört habe, war ich ja schon 215. Als ich das erstmal